Dass unsere Gäste das, was sie hier zusammen mit Ihnen ansehen, vorher nicht gesehen haben, habe ich zwar bei jeder Party gesagt, aber es stimmt tatsächlich auch heute wieder. Zuschauerpost. Ich muss Ihnen nicht im Einzelnen die vielen Briefe und Karten vorlesen. Meist sind es nur sehr nette und freundliche. Was ist denn? Er meint, es seien auch andere darunter, aber dafür sei das Studio zu klein. Werte Kameraleute. Sehr nette Kameraleute. Bleiben wir bei den freundlichen Briefen. Etwas mehr für uns Frauen, hieß es merkwürdigerweise in vielen Briefen. Nicht immer nur halbnackte Tänzerinnen, das ist ja doch nur etwas für Männer. Nun, wir haben uns das zu Herzen genommen. Es fängt zwar genauso an wie immer, um den positiven Gegensatz deutlich zu machen. Aber dann, meine Damen, schauen Sie hin. Die Irving Davis Dancers aus London. Wir haben Ihnen ohne Übergang gleich unseren nächsten Gast vorgestellt. Das ist Maynard Ferguson. Er spielt die alte Duke Ellington-Melodie Take the A-Train. Aber sehen wir erst mal zu.
Also Maynard Ferguson, allen Jazzfans bestens bekannt, aus der Zeit der berühmten Maynard Ferguson Dream Band. Ich weiß nicht, wie es mit den jüngeren Zuschauern ist, ob sie ihn kennen. Maynard, you are very well known as a famous trumpet player and you are known as the leader of the famous Maynard Ferguson Dream Band in 56. I don't know whether the youngsters know you that well, like the jazz fans do. What would you say to that? Well, I'd say that that's something that's just starting to happen right now, Paul. We are playing a lot of today music now. Mm-hmm. I say we, I'm really referring to myself both as a solo artist and as a band leader. Mm-hmm. And some of the things that I'm doing now are sort of borrowing today's rhythms and using some of the more sophisticated harmonies on top of it. Yeah. I see a little of that in what you're doing, too. Yes. A man hat meint also, dass mit der heutigen Musik doch die jüngeren Leute auch anspricht, weil man doch die Rhythmen aus den Beatgruppen übernimmt und gleichzeitig aber die sophisticated Harmonien aus der guten Jazzmusik beibehält, sodass er vielleicht bei den jungen Leuten auch bekannt werden wird. Maynard, we have a little tune you played. I think it was the final tune of the concert. Yes, I enjoyed it. You enjoyed it? Yeah. It was an old Harry James thing called Tango Blues, and we were featuring the other three trumpet players, and I think we're going to see that. Wir haben ein Stück arrangieren lassen, das heißt Tango Blues, das ist eine alte Harry James Melodie, die uns Maynard jetzt mit unseren anderen drei Trompetern vorspielen wird. Die anderen sind also Carmel Jones, Ronnie Simmons und Milo Pavlovic. Und jetzt geht's los.
Ja, und hier sind noch einmal unsere heutigen Partygäste. The Irving Davis Dancers.